Wenn es um den Klimawandel geht, dann kommt es einem ja so vor, als sei Fliegen das größte Übel überhaupt. Dabei haben wir hier in Deutschland unter unseren Füßen etwas, das noch schädlicher fürs Klima ist. Nur darüber redet irgendwie niemand. In diesem Video zeige ich euch, warum das hier so schädlich ist und was wir dagegen tun können. Meine Spurensuche beginnt hier auf dem Acker. Heute geht es nämlich um Torf. Und den kennt ihr vielleicht eher so aus dem Blumentopf. Er kommt aber nicht nur in der heimischen Blumenerde vor, sondern vor allem hier aus solchen Feldern. Fast 1 Million Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche, vor allem in Norddeutschland, waren mal nasse Moore. Nur hat man die dann trockengelegt, damit man sie eben bewirtschaften kann. Und das ist ein Riesenproblem. Und warum das so ein großes Problem ist, um das zu checken, muss man erstmal verstehen, was Torf überhaupt ist. Moore bilden sich da, wo es konstant Wasser gibt, zum Beispiel in alten Seen. Abgestorbene Pflanzenteile schichten sich am Grund des Sees auf, und zwar immer höher, über Jahrtausende. Vom Rand drängt Schilf in den See, und darüber wuchern dann noch Moose. Diese Moose bilden Huminsäuren. Die machen den pH-Wert des Moores sauer, sodass sich da weniger Bakterien drin wohlfühlen. Dieses saure Milieu und vor allen Dingen der Ausschuss von Sauerstoff unter der Wasseroberfläche sorgen dafür, dass sich das Pflanzenmaterial fast nicht zersetzt. Das Moor wächst weiter und weiter. Genauso wie die Schicht am Grund des Sees, der Torf. Dieses gepresste organische Material, der Torf, ist extrem relevant für unser Klima. Ich meine, Pflanzen binden ja CO2. Sie lagern den Kohlenstoff ein und geben dabei auch noch Sauerstoff ab. Und Torf, das ist ja nichts anderes als extrem komprimiertes Pflanzenmaterial. Ich meine, so 1 Meter Torf stecken 1000 Jahre komprimiertes Pflanzenmaterial. Deshalb ist so ein Moor quasi einer der größten CO2-Speicher, die wir haben auf der Welt. Sogar ein noch viel größerer als die Wälder. Wälder bedecken 30% der Erde, Moore nur 3%. Trotzdem binden diese Moorflächen doppelt so viel CO2 wie alle Wälder der Erde zusammen. Es wehrt sich, das Moor. Da ist es. Das ist alles pur Pflanzenmaterial. Es ist überhaupt kein Sand drin. Ne? Kann man so essen. Schmeckt nach nichts. Sieht aus nach Scheiße. Schmeckt ein bisschen gar. Schmeckt nach Scheiße, riecht nach Scheiße. Verdammt, es ist Scheiße. Das sagst du mir, nachdem ich es probiert habe. Manchmal hat man auch Scheiße im Torf. Ist einfach so. Torf, nicht verwestes Pflanzenmaterial ohne Ende. Das Problem ist aber ja, wir lassen den Torf nicht im Boden. Ja. Wir haben natürlich sehr viele Moore entwässert, vor allem für die Landwirtschaft, für Forstwirtschaft, für Torfabbau, was dazu geführt hat, dass 95% all unserer Moore entwässert sind. Und wenn es nicht mehr vollgesogen ist von Wasser, dann kann eben auch Sauerstoff eindringen. Und was passiert? Der Kohlenstoff bildet zusammen mit dem Sauerstoff wieder schön CO2 und der geht ab in unsere Atmosphäre. Ich sag nur Hashtag Klimakatastrophe. Eine entwässerte Moorfläche von der Größe eines Fußballfeldes setzt jährlich die gleiche Menge CO2 frei wie ein normal großes Auto, was 2 bis 3 Mal um die gesamte Welt fährt. Unsere trockenen Moore blasen jedes Jahr 2 bis 3 Mal so viel CO2 in die Atmosphäre wie der gesamte deutsche Flugverkehr. Schon echt heftig, was das ausmacht. All die trockengelegten Moore sind ein riesiges Problem fürs Klima. Und das Ganze wird ja noch schlimmer, weil solche Böden werden als Felder ja mehrfach im Jahr umgepflügt. Und bei jedem einzelnen Umpflügen kommt wieder neuer Torf an die Oberfläche. Das abgestorbene Pflanzenmaterial kommt in Berührung mit Sauerstoff, das Ganze oxidiert und setzt munter weiter CO2 frei. Damit sind trockene Moore das größte Problem innerhalb der Landwirtschaft. Mit fast 40% sind sie eine noch größere CO2-Quelle als die Tierhaltung. Was kann man da tun? Also wir sagen ja immer, jeder redet davon, nicht mehr fliegen. Aber vielleicht sollten wir lieber nicht mehr Moore trockenlegen. Ja, kurz zusammengefasst, ja. Moor muss nass.
Moor muss mehr nass. Nicht. Moor muss nass. Das heißt, wir haben hier das typische Problem, Ökonomie versus Ökologie. Also ist der einzige Weg, dafür zu sorgen, dass wir auch auf diesen Flächen Wirtschaft betreiben können? Etwas anbauen können. Zum Beispiel in Niedersachsen haben wir eine Anlage, wo wir auf vorher entwässertes Moor, was als Wiese genutzt wird, jetzt Torfmoose anbauen nach Wiedervernässung. Und die Torfmoose dienen als Ersatz von Torf in deine Tüte. In meiner Blumenerde? In deine Blumenerde. So, dann hält man sowohl die Ausdünstung aus den entwässerten Mooren an und man ersetzt einen fossilen Rohstoff durch einen nachwachsenden Rohstoff. Das ist eine Win-Win-Situation. Das stimmt. Das ist ja wenigstens ein Hoffnungsschimmer. Aber in welchem Ausmaß kann ich mir das vorstellen? Also wie viele der deutschen Moore versucht man wieder zu renaturieren? Noch zu wenig. Wir haben 1,2 bis 1,8 Millionen Hektare entwässerte Moor in Deutschland. Wir haben die letzten 20 Jahre vielleicht 50.000, 60.000 Hektar davon wieder vernässt. Das ist viel zu wenig. Wir müssen richtig in den tausende Hektare pro Jahr kommen. Ja, in Deutschland vielleicht 50.000 Hektar pro Jahr. So, wir brauchen richtig eine Anstrengung, eine ähnliche Anstrengung, die wir früher gemacht haben, um die Moore trocken zu legen. Es würde also echt helfen, wenn immer mehr Landwirte sich dafür entscheiden würden, ihre Moorflächen wieder zu vernässen. Nur können sie dann darauf überhaupt noch Landwirtschaft betreiben? Tatsächlich können sie das. Die Idee nennt sich Paludikultur, also quasi Landwirtschaft auf dem nassen Boden zu betreiben. Man kann da zum Beispiel Wasserbüffel grasen lassen oder Torfmoose anbauen, die dann den klimaschädlichen Torf in der Blumenerde ersetzen. Oder zum Beispiel solches Schilf, was dann als Biobrennstoff dient. Eigentlich eine mega Idee. Nur ist das natürlich für die Landwirte nicht so rentabel. Aber sollten wir da nicht genau sowas subventionieren? Oder im besten Fall vielleicht sogar die Flächen den Landwirten abkaufen und Naturschutzgebiete draus machen? Schließlich geht das ja. Zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern. Vor 20 Jahren wurde hier noch intensive Landwirtschaft betrieben. Eigentlich unglaublich. Wie hier, das ist das Peenetal. So muss Deutschland früher ausgesehen haben, bevor alle Moore trockengelegt worden sind. Eine Moorlandschaft, die sich die Natur zurückerobert hat. Und ich kann euch sagen, das hier ist einfach unfassbar schön. Solche nassen Moore hier könnten also tatsächlich Deutschlands unbekannte Klimaschützer sein. Einige Forschende sagen sogar, dass wir unsere Ziele vom Pariser Klimaabkommen bis 2030 überhaupt nur dann erreichen können, wenn wir alle Moore wieder vernässen. Ich muss sagen, ich sehe das irgendwie echt als Chance. Wir können vom Klimakiller-Torf quasi zum Klimaretter-Moor kommen. Wenn ihr ganz konkret was tun wollt, dann könnt ihr auf jeden Fall schon mal darauf achten, dass in eurer Blumenerde kein Torf drin ist. Ihr könnt weniger Fleisch essen, weil das nun mal die Landwirtschaft entlastet. Und klar, das Fliegen, das spielt nun mal auch eine Rolle. Und wenn ihr darauf nicht verzichten wollt, dann ein kleiner Tipp von mir. Man kann ganz konkret Ausgleichszahlungen leisten, die investiert werden in das Wiedervernässen von deutschen Mooren. Denn wir wissen ja jetzt, Moor muss nass. Wie versucht ihr denn eigentlich im Alltag klimafreundlicher zu sein? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Bevor ihr jetzt alle gleich weglauft und checkt, ob ihr Torf in der Blumenerde habt, bleibt doch noch kurz hier und schaut da ein anderes Video von Terra Explore an. Oder da findet ihr noch eins aus dem ZDF-Kosmos. Und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Und natürlich Glocke drücken.